Das Wort hat der Kollege Markus Büchler von der Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Wort Klimaschutz in die Verfassung zu schreiben, wäre eine Farce ohne konkrete substanzielle Maßnahmen. Und insbesondere in einem Bereich, wo wir erleben, dass die CO2-Emissionen nicht sinken, wie es dringend geboten wäre, sondern wo sie sogar noch steigen. Und das ist der Verkehrsbereich. Hier ist dringender Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Und was aber macht die Staatsregierung? Der Herr Ministerpräsident fährt einmal 3 Stationen S-Bahn, 5 Minuten lang, um sich anzuschauen, wie das denn da so ist, dass er es auch einmal gesehen hat. Ein peinlicher PR-Gag, eine Verhöhnung von 900.000 Fahrgästen in der S-Bahn München alleine jeden Tag. Und das war es dann anscheinend wieder. Und gleichzeitig feiert Minister Reichardt im Verkehrsausschuss neulich den Investitionshochlauf des Straßenbaus. Zitat: So, meine Damen und Herren, wird es nichts mit dem Klimaschutz. Ich erlebe täglich das Chaos und den Saustall, den wir bei dem öffentlichen Verkehr haben. Die S-Bahn, die in der Früh nicht kommt, so auch heute in der Früh. Das Frieren am Bahnsteig, keine Infos, irgendwelche Zufalls-Bullshit-Durchsagen im Lautsprecher. Dreckige, klebrige, stinkende Bahnhöfe, kaputte Rolltreppen, kaputte Lifte. Und das Ganze wegen dieser katastrophalen Verkehrspolitik, die wir im Bund und Land seit vielen Jahren erleben. Ich habe das satt, mich regt es auf. Und Herr Söder will Bayern zum Mond fliegen lassen mit seiner Bavaria One. Ich sage Ihnen, beim Nahverkehr, da sind wir in Bayern schon längst hinter Mond angekommen, meine Damen und Herren. Drum bleiben Sie lieber auf der Erde. Drum bleiben Sie lieber auf der Erde und machen Sie Ihre Hausaufgaben hier daheim. Und das heißt konkret, Verkehrsverbünde im ganzen Land schaffen. Dekorieren wir endlich mal König Ludwigs alte Eisenbahnlinien mit der elektrischen Oberleitung und sparen damit sogar Betriebskosten. Reaktivieren wir Bahnstrecken und stärken damit den öffentlichen Raum, anstatt nur von der Stärkung des öffentlichen Raums in Sonntagsreden zu reden. Schaffen wir Radschnellwege in der Trägerschaft des Freistaats Bayern und beerdigen wir endlich das Projekt der dritten Startbahn am Flughafen München, meine Damen und Herren. Dann und aber wirklich auch erst dann wird der Klimaschutz konkret, und dann können wir sehr, sehr gerne das Wort auch in die Verfassung schreiben. Vielen Dank.